Gerald? Naja, ich nehme ja mal zur Kenntnis, dass wir jetzt bald 2 Jahre haben, ja, und wieder einen anstrengenden Winter vor uns und dass alle Russland unterschätzt haben. Und das ist halt immer derselbe Fehler, der historisch begangen wird. Diesen Fehler hat ein gewisser Herr Napoleon Bonaparte gemacht, den Fehler hat ein gewisser Adolf Hitler gemacht und diesen Fehler hat die Europäische Union jetzt auch gemacht, Russland zu unterschätzen, ob man es will oder nicht. Da stelle ich voraus. Aber die beiden Diktatoren, die Sie vorher genannt haben, haben Russland angegriffen, also die Europäische noch einmal, Union nicht man gemacht. Hat, nein, noch einmal, man hat Russland militärisch unterschätzt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Europäische Union, Frau Ursula also von der Leyen, überschätzt, oder? Viele haben sich ja unterschätzt. Sie haben die Staats- und Regierungschefs haben damals gemeint, binnen von Wochenfrist wird Putin stürzen. Die Sanktionspakete werden ihre Wirkung entfalten. Wir sind mittlerweile beim 12. Sanktionspaket. Wir haben in der Eurozone die größte Inflation seit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Wir sind in mehreren westlichen Industrieländern, unter anderem Österreich und Deutschland, in einer Rezession. Die Haushalte sprengt es in die Luft. Die Strompreisbremsen sind nicht mehr in irgendeiner Form zu finanzieren. Und unseren europäischen Haushalten geht schlecht. Dazu kommt, dass ein gewisser Herr Wladimir Klitschko als Bürgermeister dem Herrn Selenskyj mittlerweile ausrichtet, man soll doch dem ukrainischen Volk endlich reinen Wein einschenken und dass es, wie der Generalstabschef der Ukraine bekannt gegeben hat, es zu einer Pattstellung zwischen der Ukraine und Russland gekommen ist. Mittlerweile haben wir zigtausende ukrainische Soldaten verloren, die für 2 Kilometer Bodengewinn, Quadratkilometer Bodengewinn, einen sinnlosen Tod gestorben sind. Weil jeder ein anderes Verständnis von Frieden hat, weil jedes Land ein anderes Verständnis von Souveränität hat und bis heute keiner daran geglaubt hat, mit Russland Friedensverhandlungen einzugehen. Kurz nach der Eröffnung dieses Kriegs, dieses Angriffskriegs, Russland ist zweifelsohne der Aggressor, schicke ich auch voraus, hat in Wahrheit 2 Monate später im Juni es einen Vorschlag gegeben, der russischen Seite Friedensverhandlungen durchzuführen. Das hat damals Selenskyj zurückgewischt auf Anweisung eines gewissen Herrn Boris Johnson, das ist der verrückte der Clown aus Großbritannien, der Gott sei Dank nicht mehr Premierminister ist. Wir erinnern uns daran. Mittlerweile schaut es so aus, dass die Briten... Ich bin Boris Johnson-Fan. Na, wo ich nicht. Mittlerweile hat ein Brexit durchgeführt. Da bin ich insofern ein Fan von ihm, weil er das gemacht hat, was das britische Volk wollte, weil er Demokrat bin. Aber ansonsten habe ich von dem Vogel nicht viel gehalten. So, zweiter Punkt. Die Briten überlegen sich ihre ganzen Unterstützungsmaßnahmen. Die Unterstützungsmaßnahmen der USA laufen aus. Der US-Kongress ist nicht mehr bereit, haben im Übrigen nur ein Notbudget, nicht mehr bereit, die Republikaner weiterhin die Ukraine-Finanzierung durchzuführen. Damit ist der Zinnober vorbei. Und zwar binnen kürzester Zeit. Und die 12 Sanktionspakete der Europäischen Union sind verpufft. Außer das europäische Volk arm geworden ist sonst nichts passiert. Und die Ukrainer haben zigtausende Menschen weniger und zigtausende russische Soldaten sind weniger. Blut, Blut, Blut. Ja? Und ein paar Journalisten, die sich da Orden haben geben lassen, als Fronthamster vom Herrn Selenskyj. Ja, wir brauchen Krieg, wir brauchen Krieg, wir brauchen Krieg. Naja, das ist passiert. Hat schon der Putin. Ja, ich weiß, es ist ja schon. Naja, es war nein, es ist, Putin. Natürlich das ist es. Bescheid. Ja, es geht, noch einmal. Alexander der Große war Aggressor und Feldherr und heute sagen wir, alles ist erhöht. Noch einmal, die Wahrheit ist halt eine Tochter der Zeit. Jetzt ist der Aggressor der Herr Putin und in 2 Jahren werden wir drauf, ja, vielleicht waren es doch alle nicht so gescheit. Ist immer, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Vielleicht war das doch nicht so gescheit mit der NATO-Osterweiterung. Vielleicht war das doch nicht so gescheit mit der gegenseitigen Bratzelei seit 92. Vielleicht war es doch gescheiter gewesen, wenn im November 2021 der Joe Biden auf diesen Brief von Putin einfach eine Antwort gegeben hat, wo der Putin dem Joe Biden geschrieben hat, Herr Präsident, ich verlange eine Erklärung, wie sieht die USA die Rolle der Ukraine? Nicht einmal nichts darauf zu antworten als US-Präsident. Vielleicht haben sehr viele Menschen auf dem Weg zu diesem Krieg einen Fehler gemacht. Das hatte ich ja immer gesagt. Wissen Sie, was die Antwort war auf das? Ich bin eine Putin-Hure. So, und heute haben die Putin-Huren wieder recht gehabt. Naja. So wie die Koronisten also recht gehabt haben. So wie offenbar alle Schwurbler und Kritiker dieser verrückten Politik alle die die Zuwanderung kritisiert haben, sind als Rassisten beschimpft und haben recht gehabt. Alle, die den Krieg der Ukraine zwischen Russland und den Wirtschaftskrieg Europas kritisiert haben, haben Putin-Knecht und Putin-Huren, haben recht gehabt. Alle, die gesagt haben, dass die Corona-Maßnahmen überschießen werden, waren Covid-Idioten, also, haben recht gehabt. Sebastian. Herr Dr. Bornmena, es ist nein, so. Entgegen. Du kannst mittlerweile wissen, Sie, wo ich meine Meinung mittlerweile bilde. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was mir die Regierung sagt. Und ich liege moralisch, rechtlich und faktenbasiert richtig. Ja, gut. Also Herr Gross, Sie machen da jetzt ein großes Fass auf. Sie vergleichen auf der einen Seite die Kritik an der Migration.